Wir werden heute Inside spielen. Und zwar Inside kenne ich so gar nicht. Ich habe das durch einen dummen Zufall mitbekommen, weil Inside ist im Game Pass mit drin. Und ich habe den Game Pass und darüber bin ich dann gestoßen. Und dann dachte ich mir, spielen wir doch mal Inside. Ne? Habt ihr denn schon mal was von Inside gehört? Und wie ich merke, euch sagt das alles gar nichts. Das ist cool. Dann sind wir alle eigentlich auf demselben Stand. Und dann entdecken wir das Spiel einfach mal gemeinsam. Und wir gucken auch, und beziehungsweise wir starten auch direkt einfach mal rein. Okay. Wir werden direkt reingeschmissen. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein Intro. Oder irgendeine Erklärung. Okay, also wir sind hier ein kleiner Junge im Wald, ganz allein, im Regen und können jetzt hier langlaufen. Warum wir hier sind, wissen wir nicht. Da könnten wir jetzt natürlich einige Theorien reinpacken. Also ich gehe mal von aus, weil das war so im Trailer auch schon zu sehen. Oh, ich kann hier hochspringen, okay. So mit diesem Dunkel und Heller, also wieder so leichte Versteckmechanismen sind wahrscheinlich hier wieder mit drin. Und ja, wie gesagt, das hat mich sehr an Little Nightmares, war doch Little Nightmares, oder? Ja, Little Nightmares erinnert. Und wir kommen jetzt in einem Gebiet, ich kann auch mich nicht umsehen, in so einem abgesperrten Gebiet. Oder klettern wir doch einfach mal drüber. Was passiert hier? Okay, wir müssen uns hier verstecken. In dem LKW sind gerade Menschen. Also werden Menschen transportiert. Warum? Aber trotzdem ist das Ganze komisch. Und ein bisschen spooky. Bin ich ehrlich. Aber wir laufen mal. Wir laufen einfach weiter. Weil wir es können. Was ist da? Oh oh. Warum haben die Masken auf? Spielen wir jetzt hier Halloween? Oh, was macht er? Ey, ich hoffe, das Game wirklich. Also, ich habe letztens ein Spiel gespielt. Da waren die Save Points richtig fies. Aber wirklich fies. Und, du musstest echt eine Menge wiederholen. Wenn du nicht separat gespeichert hast. Und ich hoffe, dass dieses Game Kontrollpunkte hat. Damit das Ganze nicht ganz so unfair ist. Für mich. Und vielleicht auch nicht ganz so frustrierend dann. Okay, das ist jetzt der LKW von vorhin, ne? Okay, was kann ich hier machen? Ich kann nichts machen. Ich kann hier nicht über die Mauer. Kann ich mit dem... LOL! Ich kann Sachen umwerfen! Okay. Ist da noch wer? Okay, wir verfolgen anscheinend irgendwie diesen LKW, wo Menschen transportiert werden. Warum? Wissen wir nicht. Also wir wissen nicht, warum A, die Menschen transportiert werden und B, warum wir den LKW verfolgen. Vielleicht wird da jemand verschleppt und ist jetzt in diesem LKW, den wir versuchen quasi zu retten. Also, weiß ich nicht. Meine Schwester, meine Eltern. I don't know. So, ich kann... Oh Gott, jetzt muss ich das bestimmt hier mit runternehmen, ne? Aha. So, kann ich das denn eigentlich jetzt so und kann ich das einfach drücken? Weil drücken ist einfacher als ziehen. Flup. Ich weiß auch nicht, ob wir so laut sein sollten. Okay. Ah, okay, die können anscheinend nicht so weit gucken mit ihren Taschenlampen. Das heißt, wir können hier uns ganz gemütlich... Okay, wir können uns nicht ganz gemütlich hier... Ein Hund! Ah, nein, 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 nein! Renne! No! Okay. Das... war knapp. Das war jetzt... tricky. Okay, wir haben anscheinend auch Hunde, die uns dann verfolgen. Das ist auch nicht so optimal.
Also müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Gibt es auch immer so schöne Sprichwörter. Ich bringe ja die Sprichwörter bei uns, bei Stevie. Also wenn ich mit Stevie ja zusammenspiele, bringe ich ja gerne Sprichwörter durcheinander, ne? Gab es da nicht auch irgendwie so ein Sprichwort von wegen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste oder so? Oder so ähnlich. Kann ich? Der sieht mich! Nein. Okay. Und zurück. No, my friend. No, you don't see me. Nein, nicht mit mir. Habt ihr denn eigentlich noch eine Theorie, warum wir hier sind? Und warum wir diesem LKW verfolgen? Also, ich habe ja schon gesehen, Kenny hat ja auch gesagt, er schätzt es auch, dass wir... dass jemand eventuell entführt wurde, den wir versuchen zu retten. Das ist ja meine Theorie. Boah, ich weiß nicht, ob jetzt... Sitzt da jetzt jemand drinne? Kann ich einfach in den Lichtstrahl so rein? Oder werde ich jetzt einfach Komm! Du bist schneller! Du bist jünger, du bist schneller, du bist... Und weiter geht's! Lauf! No, du kriegst mich nicht! Oh, was? Die schießen auf mich? Mit Betäubungsfeilen! Die haben doch nicht mehr alle Tassen. Und jetzt kommen Hunde. Jawoll. Genau. Scheiße. Und... Oh Gott, das war knapp. Freunde. Okay. Können wir für ewig die Luft anhalten? Oh no. Nein, können wir nicht. So, scheiße. Das lief jetzt... Nicht optimal. Was mache ich denn jetzt? Kann ich tauchen? Wie? Und wenn ja, wie? Oh ja, ich kann so tauchen, okay. Okay. Die gucken gerade nach links. Das heißt, ich könnte doch jetzt hier nach oben tauchen, oder? Jawohl. Man sieht ja auch keine Person schwimmen. So, wenn man nur mit dem Einscheinwerfer nach links leuchtet. Ich denke, vielleicht wurden wir entführt und sind ausgebüxt und wollen heim. Das ist auch eine gute Theorie. Na schön. Warum sind hier tote Schweine? Das heißt alles nichts Gutes. Also auch das mit diesem abgesperrten Bereich, das ist alles nicht, alles nicht gut. Oh. Aber die Hunde, die stressen mich ja jetzt schon, ne? Also die Hunde sind, wenn die auf einmal rauskommen, dann ist, glaube ich, vorbei. Dann ist Ende. Ende im Gelände. Das wollte ich nicht. Aber wie gesagt, wir wollen ja so wenig Sounds machen wie möglich, damit wir unentdeckt bleiben. Ne? Das ist ja, glaube ich, so das ganze Game an sich, dass man halt guckt, dass man sich so ein bisschen durchmogelt, in Anführungsstrichen. Und nun noch Maispelt, Kinder des Zorns. Genau. Oh, guck mal da. Oh, guck mal hier, die kleinen Kükis. Oh, wie süß. Oh, guck sie euch an. Oh, ist sie schön. Das Problem ist, verraten die mich jetzt? Weil die ja zu mir laufen? Und die laufen jetzt hinterher. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber sie sind süß. Kann man sagen, was man will. Oh, guckt euch das an. Überall so kleine Kügelchens. Und das bei dem Regen. Kommt schnell rein. Freunde, kommt! Wir müssen alle rein! Aber ich kletter hier hoch. Jetzt bin ich aber ein bisschen traurig, weil ich lasse die jetzt alleine. Oh, warte mal. Machen wir mal lieber so. Mal ein bisschen mehr Schwung holen. Mal gucken, ob er rückwärts abspringen kann. Oh ja, kann er. Sehr gut. Okay. Wo sind wir? Also wir sind ja jetzt in der Scheune, oder? Also eigentlich dürfte uns doch jetzt hier nichts weiter passieren. Eigentlich. Kann ich die Tür aufmachen, damit ich die Kükis mitnehmen kann? Oh ja. Nimm, mach die weg. Mach das weg. Lass uns die Kükis holen. Kükis, kommt mit. Ja. Ja. So. Lass mich ran. Ich muss hier diesen Hebel bestimmt betätigen. Nö. Okay. Gucken wir mal, was können wir...
Oh, nee, 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 nee. Das macht irgendwie alles. Das glaube ich, das macht Lärm. Aber verdammt, ich glaube, ich muss es machen. Ah. Okay. Und. Oder? Nee, immer noch nicht. Jetzt aber. Jetzt kann ich den. So, muss ich hier halten? Ach, ich möchte da oben das Ding runterschmeißen. Verstehe. Aber was muss ich jetzt da reinpacken? Nee. Ganz ehrlich, muss ich die Küken dahin packen? Oh nee, komm, wir müssen was anderes finden, oder? Irgendwas anderes, aber nicht die Küken, ey, bitte nicht. Küken gegenschmeißen? Bitte nicht. Die haben Küken. So geht man nicht mit Küken um. Okay, komm, wir probieren's. Ey, das finde ich aber auch schon wieder. Das finde ich aber schon wieder heftig. Okay, warte, ich war zu langsam. Was, überleben die doch? Also, weiß ich nicht. So, okay, jetzt rennen wir hier zurück. Machen das Ding an und lassen die Küken jetzt alle einsaugen. Wie so ein Staubsauger. Von wegen, die überleben das. Das eine, das bewegt sich nicht mehr. Hey Junge, du hast gelogen. Siehst du dieses Küken da? Macht mich traurig. Ein Küken ist von uns gegangen. Ja, siehst du? Gut, die FSK ist gleich meiner Meinung. Arme Küken. Aber jetzt lasse ich die Küken ja eh jetzt wieder zurück. Wobei der. Aber sie sind wenigstens überdacht. Also das heißt, sie sind auf jeden Fall im Trockenen. Alles ja schon mal positiv. Soll ich jetzt wirklich da runterspringen, um auf den Schweinen zu landen? Okay. Let's do it! Gott, das muss doch trotzdem wehgetan haben. Also, kann mir doch keiner erzählen. Oh nein! Jetzt muss ich das, was ich jetzt mir hier gerade, was hier runtergefallen. Ach nee, ich muss den Wagen mitnehmen. Okay. Spring! Spring auf die Schweine! Aber es tut doch trotzdem weh von der Höhe. Also kann mir doch keiner erzählen, oder? Also die Schweine, die federn doch nicht so ab. Der Bengler hat Assassin's Creed gespielt. Ja, das wird Ezio Auditore. Aber was ich schon mal gut finde, ist. Wir haben jetzt lange keine Gegner gehabt. Also wir haben jetzt lange in Anführungsstrichen. Aber zumindest jetzt keine Hunde und keine Typen mit irgendwelchen Masken. Als ob wir hier, weiß ich nicht, wie heißt dieser eine Halloween-Film? Jason? Ja, das ist ja wirklich Assassin's Creed. Das ist ja krass. Heftig. So, dann sind wir hier wieder. Bei den Schweinen? Was? Okay, ich will nicht wissen, was das jetzt da ist. Ist es eine Made, die jetzt da... Egal. Okay. Lass mich in Ruhe. Okay, let's go. Und ich streck sich aus. Oh nee, warte. Nicht hier hoch. Ich muss hier hoch. Okay. Kann ich den jetzt ziehen? Was habe ich gemacht? Was ist das? Auf jeden Fall eklig. Es war und ist eklig. Bin ich ehrlich. Was auch immer das war. Kann ich dich jetzt hier mitnehmen? LOL. Okay. Das Schwein sieht aber auch nicht mehr so gesund aus. Bin ich ehrlich. Schwanz abgerissen. Ich glaube, das ist eher so ein Parasit. Weil sich das da unten immer noch, unten rechts da so bewegt.
Fahrtscheinsteuer. Ah nee, warte mal, vielleicht muss ich ja... Jetzt euch und hoch? Oh Gott. Oh no. Oh no, wie mache ich denn das jetzt? Ich muss irgendwie das hinkriegen, dass beide Seiten zeitgleich da sind. Jetzt geht das Rätsel los. So sieht's aus. Zombies. Oder wie bei Welcome to the Game. Ja, wie machen wir das jetzt? Warte mal. Kann ich das nicht doch noch irgendwie machen? Ah. Ich muss die anderen festhalten lassen, dann kann ich mit den anderen zurückrennen und jetzt kann ich alle nehmen. Ja, okay, verstehe. Das war für mich jetzt noch ein Rätsel, was okay war. Oder ich muss es ziehen. Diesen Helm, den würde ich gerne mitnehmen. Also, kann ich ihn jetzt einfach so... Nope, kann ich nicht. Also, okay, gut. Dann muss ich den Helm hier lassen. Schade. Weil das wären jetzt gute Helferleins gewesen. Okay. Hä? Als ob ich das alleine hochkriege. Okay, cool. Krass. Krass, krass, krass. So, jetzt wird es aber auf jeden Fall schon mal hell, also Tag. Was ist denn da los? Da ist der LKW. Jetzt ist die Frage, was ist mit den Leuten los? Sind es jetzt auch so eine Zombies, die wir auch gerade hatten, die wir so nutzen konnten? Und warum stehen die einfach nur alle in einer Reihe? Das ist schon komisch. Okay. So, jetzt kann ich... So, ja, ne? Jetzt kann ich hier hochklettern, oder? Ja. Wunderbar. Ja, kletter, kletter, kletter. Und jetzt ein bisschen schwingen. Jawohl. Und jump. Jawohl. Perfekt. Ja, doch eher so eine Manipulationsmaschine. Ja, das stimmt. So, dass ich die Leute ja dann darüber steuern kann. Also denen meinen Willen quasi aufzwinge. Das sind jetzt aber keine Küken, ne? Das sind jetzt Vögelchens. Genau, okay. Oh Gott, ich sehe schon, komm, ich muss da oben die Kiste irgendwie wahrscheinlich runterkriegen. Oder? Das steht auch nicht so umsonst so einfach so da, oder? Doch. Also, ja, ich glaube schon. Wir gucken uns erstmal an, was wir jetzt hier haben. So, weil hier runterspringen ist, glaube ich, schlecht. Aber hier hinspringen ist vielleicht gut. Okay. Kann ich mich mit dem denn... Okay, warte mal, kann ich... Ach, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Das heißt... Kann ich... Warte mal. Ein Stück. Ach, mehr geht eh nicht. Okay. So, könnte ich jetzt... an die Leiter... hier rüber... Gott, zum Glück konnte er sich festhalten. Und jetzt... mit Anlauf mich da ranhängeln? Geht das? Nee, aber vielleicht ein bisschen... So minimal. Aber dann komme ich ja nicht mehr da hoch. Ich habe vergessen zu springen. Wenn ich jetzt hier rüber. Immer noch nicht. Aufgepasst. Wir müssen den nochmal kurz runter machen. Ich habe nicht mehr. So. Und wenn ich das jetzt mache. Ganz nach oben. Dann müsste ich doch rein theoretisch. Von hier darüber? Naja, wo? Achso, jetzt so? Ja, genau.
Und jetzt kann ich doch das Ding hier wahrscheinlich runterschubsen. Das hat er jetzt nicht überlebt. Aber wir halten fest, faire Kontrollpunkte. Muss man ja sagen. Voll. Haben wir geschafft. So, dann heißt es, wir klettern jetzt hier wieder runter. Flup. Lassen wir uns jetzt hier mit Absicht mal nicht fallen, weil nicht, dass wir daran sterben. Und gehen jetzt in das schöne Löchlein, was wir uns da... Aber da, wir wissen doch gar nicht, wie tief das ist. Wer sagt denn, dass wir da nicht sterben? Also. Okay. Was hier? Blinkt was? Aha. Sind wir eigentlich immer noch in dieser Scheune? Nee, ne? Also wir sind ja jetzt da in diesen, in das Gebäude rein, wo die ganzen Leute davor standen. Und wir wissen immer noch nicht, was und warum wir hier sind. Ist auch klar. Also man kommt in so ein Gebäude rein, kommt also so durch so einen Gang und sieht irgendwie so eine komische Maschine. Und das Erste, was man macht, ist so, ja, ich ziehe einfach mal die Batterie oder so. Wir wissen noch nicht mal, was das macht. Es, ja, hätte ja auch komplett anders sein können. Aber egal, wir haben es jetzt gemacht. Ich habe das Gefühl, dass wir hier, glaube ich, ab jetzt nicht mehr so ganz alleine sind. Okay. Okay, damit können wir das Tor öffnen. Gut. Aha. Und jetzt kann ich die gegeneinander... Ich muss beide auf die Plattform bringen. Ah, okay. Nächste Rätsel. Ich muss jetzt bestimmt raus hier. Muss jetzt die Tür wahrscheinlich zumachen. Damit ich damit den Abstand positionieren kann. Oh Gott, das war jetzt aber ganz schlecht gesprungen. Ganz schlecht, mein Freund. So, jetzt wird Schuh draus. So, warte mal. Wenn ich jetzt... ich da hinstelle. Warte mal, wenn ich jetzt beide so weit weglaufen lasse, wie ist es dann? Aha! So, kann ich jetzt hier wieder raus? Dankeschön. So. Haben wir auch hinbekommen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bis dato sind auch die Rätsel nicht ganz so tricky, glaube ich. Also das Spiel ist noch... ist fair. Sagen wir es mal so. Die Rätsel sind nicht ganz so knackig aktuell. Noch. Da kann sich aber alles ändern. So, wir gucken aber erstmal weiter. Wo geht's denn jetzt hier lang? Oh, ist auch krass. Die Animation, wie sich das Brett so leicht biegt. So gar, wirklich so ein Hauch. Das ist krass. Also grafiktechnisch finde ich das auch eigentlich schön gemacht. Muss ich wirklich sagen. Okay. Und an da. Halt dich, halt dich, halt dich, halt dich, halt dich. Ab nach oben. Okay, da unten laufen die Jungs und Mädels rum. Aber sehr robotermäßig. Flup. Nein, nein, nein. Ich dachte, jetzt rutscht der da runter. Das wäre jetzt auch noch gewesen, ey. Katsching. Ah, ich mag die Grafik auch. Also die Grafik ist wirklich... nein, 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 nein. Oh. Bin ich einfach runtergerutscht? Nee. Ah. So ab und zu ist... ah. Ist nicht so einfach. Mit der Reaktion. Muss ich jetzt da runter? Weil ich glaube nicht, dass ich darüber springen kann. Ich glaube, dass ich eher hier so runterrutschen muss.
Okay, jetzt bin ich hier unten. Was? Das finde ich jetzt nicht so optimal. Vor allem auch, dass wir jetzt ein bisschen laut sind. Okay, okay, okay. Wie geht's denn jetzt hier hin? Okay. Warte mal. Kann ich die Leiter eventuell umschmeißen? Ah, das... Ja, lauf hoch. Was ist da für ein Durchgang? Also ich bin ehrlich, warum soll ich denn den Blödsinn jetzt anmachen? Und dann schießt ihr auf mich, oder was? Nee. Warum? Also warum so... Ich wollte gerade sagen, warum sollte ich das machen? Ich habe keinen Nutzen davon. Aber ich gehe von aus, dann geht erst dieser Fahrstuhl. Also muss ich das anmachen? Ja, toll. Kann ich das nicht zum Koop spielen? Weißt du denn, lässt du einen hier stehen, so Steve? Und ich renn vor? Okay, let's go. Nein, nein. Womit schießen die denn? Das ist so eine Art Taser? Alter, ich war ja instant weg. Okay, okay, okay. Also, das geht anscheinend schneller als mir, Liebes. Ich hoffe, die laufen halbwegs synchron, die Jungs. Nein! Jetzt haben sie mich zweimal reingelegt. Hey, okay. Anders. Wir rennen zuerst dahin, öffnen das Tor, gehen dann wieder zurück, betätigen dann den Hebel, ja, um dann in den Fahrstuhl reinzukommen. Ich würde es ja niemals in der Zeit schaffen, das Tor zu öffnen, wenn die hier am Rotieren sind. Und ab geht's. Jawohl. Ich bin so ein Rätselnaturtalent, Herr Junge. Nein. Das kann ich ganz klar sagen. Das kann ich verneinen. Und ihr werdet auch demnächst sehen, warum ich das verneinen kann. So, dann lass uns doch mal gucken, was hier ist. Eine Möwe. Möwe. Weg. Das sieht geil aus von der Animation. Also, sah schon nice. Nein, 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 nein. Halt dich fest. Halt dich fest. Okay, wir müssen uns so verhalten anscheinend wie die anderen. Weil ansonsten sind wir auffällig. Und ich vergesse immer wieder frühzeitig das Ding so loszulassen. Ich mache immer einen Step noch mehr. Ich komme beim Vordermann immer näher. Immer näher. Okay, wir müssen wirklich so tun, als ob wir... Als ob wir einer von denen sind. Und in diesem Bereich... müssen wir hüpfen. Ey, warum geht denn der nicht weg? Ich bin doch jetzt synchron, oder nicht? Okay, wenn du auf der Linie bist, muss ich mir merken, nicht hüpfen. Nee, ey. Jetzt auch noch mit umdrehen? Kann diese Maschine nicht mal langsam weggehen? Das wird nichts.
der hat ja jetzt angefangen zu blinken. Ich kann gerade auch nicht auf den Chat gucken. Nein! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viele Fails darf ich mir noch erlauben? Ist das unfair? Ich muss mich gerade hart konzentrieren, das tut mir echt leid. Aber... Fuck. Aber die Maschine ist nicht mehr hinter mir. Kann ich jetzt weiterrennen? Ich würde es, glaube ich, nicht machen, weil da hinten stehen ja noch welche mit so einem Hund. Wir tun so, als ob wir dazugehören. Nein, nein, nein. Hundi, Hundi. Easy, easy. Wir rennen nicht weg. Nein, wir rennen nicht weg. Scheiße. Okay, ich hätte vielleicht doch weggehen sollen.